herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Nämlich heute das lang erwartete Maissehen. Wir sind hier schon dabei am Maissehen. Wie ihr seht, hier haben wir schon ein wenig was gesehen. Wir haben auch eine Drohnenaufnahme gemacht, wo man jetzt halt nicht so viel sehen hat können. Weil es war beim Federzahn eben so, es war beim Güllefahren so, man hört es wahrscheinlich auch in der Kamera, es ist jedes Mal, wo wir das gemacht haben, also beim Federzahn eben, beim Güllefahren und auch jetzt halt beim Maissehen, wie man in der Kamera wahrscheinlich hören kann, extremst windig. Also eine Drohnenaufnahme haben wir gemacht, die so, naja, halbwegs geht. Die werden wir euch dann vermutlich reinschneiden und dann müssen wir eben immer, wenn das Wetter nicht passt, mit unserer Kamera, so wie wir es bisher gehabt haben, filmen und halt nur so, wenn es im Sommer vom Wind geht, her eigentlich filmen mit der Drohne. Das wird natürlich schon mal gehen, weil wir werden jetzt dann auch mal den nächsten ersten Schnitt machen und ich hoffe schon, dass da nochmal gescheites Wetter ist, aber ihr seht es, so gut ist es noch nicht. Der Wetterservice hat auch für heute wieder Sahara-Sand gemeldet und heute Vormittag war es windstill, da war ich aber in der Schule, habe auch keine Drohnenaufnahmen machen können, aber jetzt kommt halt wieder irgendein Wind auf und es ist schon recht stürmisch sogar, also wenn ich hier Bäume hätte, die ich euch zeigen könnte, der Raps da drüben, sieht man, den weht jetzt schon ganz schön umeinander. Also, das ist schon recht windig. Ich hoffe dann, dass wir bei den nächsten Arbeiten, wo wir mal machen, schon mal mit der Drohne fliegen können. Also, lasst bitte ein Like da und abonniert meinen Kanal kostenlos und noch viel Spaß mit dem Video.
sehen könnt. Hier tun halt die Rückverfestigungsrollen wieder zumachen. Der Mais, der liegt schon eigentlich relativ tief. Und hier liegt halt ab und zu mal so ein Korn oben. Aber eigentlich funktioniert das relativ gut.
gegangen in einen Big Bag Neidur und den Wagen abgespritzt und die Schaufel ausgespritzt, weil wir mit der den Kunststück transportiert haben. Und die Bauern unter euch wissen bestimmt eben, weswegen, weil ja der Kunststück so salzig ist und eben Metall zum Rosten bringt recht schnell und das ätzt auch ziemlich. Und deswegen haben wir die zwei Sachen jetzt sauber gemacht. Und das war's, das Video vom Mais sehen. Lasst ein Like da und bitte, ich bitte euch, abonniert meinen Kanal kostenlos, um mich zu unterstützen. Und dann bis zum nächsten Video.